Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Chemievideo. Heute geht es um das Protokoll, wie ein Protokoll aufgebaut ist und wie man ein Protokoll schreibt. Als allererstes werde ich hingehen und euch erstmal die wichtigsten Punkte eines Protokolls kurz benennen und kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich ein kleines Experiment, das ich euch gerne zeigen würde und dazu schreibe ich dann passend noch das Protokoll. Das ist ganz wichtig, das Versuchsprotokoll, denn mithilfe dieses Protokolls können wir auch Wochen später noch nachvollziehen, was für ein Experiment wir gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass jemand anders eventuell nachvollziehen kann, was ich gemacht habe. Also wenn ich euch jetzt ein Protokoll von mir gebe, dass ihr nachvollziehen könnt, was ist passiert, warum, was waren für Materialien und so weiter. Das heißt, das Protokoll ist sehr wichtig und muss bei jedem Versuch auch geschrieben werden. Deswegen werden wir das jetzt heute besprechen und ich zeige euch mal, wie die Grundlagen eines solchen Versuchsprotokolls sind. Wir starten mit den ersten zwei Punkten. Als allererstes schreibt ihr das Datum und euren Namen auf. Das geht darum, dass ihr selber nachvollziehen könnt, wann habt ihr welches Experiment gemacht und auch ich nachvollziehen kann, wer hat denn welchen Versuch gemacht und wer hat welches Protokoll geschrieben. Das machen wir ganz am Anfang, gleich als allererstes. Als zweites steht das Thema dort. Entweder es ist bereits eingetragen oder ihr tragt es bitte selber ein. Das ist gerade das Überthema, in dem wir uns befinden. Also gerade die Unterrichtseinheit, die wir gerade machen. Dritter Punkt. Das ist meine Frage. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, deswegen hier auch rot unterstrichen. Hier steht die Frage, mit der wir uns in diesem Experiment direkt beschäftigen. Das heißt, in der Naturwissenschaft stellen wir uns immer eine Frage, die wir probieren, wissenschaftlich zu beantworten. In der Chemie durch ein Experiment. Punkt Nummer 4, meine Vermutung. Bei meiner Vermutung geht es darum, dass ich probiere, diese Frage mit meinem aktuellen Wissensstand zu beantworten. Das heißt, ich habe eine Idee, wie ich die Grundfrage von 3 irgendwie beantworten könnte. Ob das nachher richtig ist oder nicht, das beweise ich oder widerlege es nachher mit dem Experiment. Punkt Nummer 5. Materialien und Chemikalien. In diesem Abschnitt werden alle Materialien und Chemikalien aufgezählt, die ich brauche und gegebenenfalls auch die Menge genannt. Punkt Nummer 6, die Sicherheitsmaßnahmen. Wir wiederholen die Sicherheitsmaßnahmen immer vor jedem Versuch, bei uns hier in der Runde. Aber es gibt manchmal auch spezielle Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel, dass ich Sachen nicht in ein Waschbecken geben darf oder dass die Sachen hochätzend sind. Das steht hier nochmal zusätzlich. Eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen ist immer das Tragen einer Schutzbrille. Deswegen steht dieser Punkt immer da. Das ist ganz wichtig in der Chemie, sobald wir experimentieren, immer eine Schutzbrille zu tragen. Die Versuchsanleitung. Hier steht drin, was wir Schritt für Schritt machen sollen. Es ist ganz wichtig, sich an die Versuchsanleitung zu halten, denn wenn man das nicht macht, kann sein, dass das Experiment überhaupt nicht funktioniert oder dass eine Reaktion dabei passiert, die wir gar nicht wollen, also auch etwas Gefährliches dabei entsteht oder passieren kann. Lest diese wirklich sehr genau durch und haltet euch Schritt für Schritt daran. Wenn ich euch freistelle und nichts in dem Bereich Versuchsanleitung stehen habe, dann ist es eure Aufgabe, aufzuschreiben, was ihr Schritt für Schritt gemacht habt. So, dass ich das, wenn ich euer Blatt nehme, direkt nachverfolgen kann und eigentlich das Experiment genauso, wie ihr es gemacht habt, auch durchführen könnte. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der ist wirklich wichtig. Erst lesen, dann arbeiten. Und das genau befolgen, was da draufsteht oder genau draufschreiben, was ihr gemacht habt. Der 8. Punkt, Versuchsaufbau. Dort machen wir eine kleine kurze Skizze, wie unser Aufbau aussieht. Das heißt, was habe ich gemacht, wie habe ich es durchgeführt,
Wie müssen die Gerätschaften, die ich unter Punkt 5 genannt habe, wie müssen die dann aufgebaut werden, damit das Experiment nachher auch funktioniert? Zum Zeichnen der Schnittzeichnung verwenden wir einfache Symbole. Seht ihr hier immer ganz rechts. Die hängen in eurem Chemiesaal an der Wand. Da könnt ihr euch immer kurz erkundigen, wie das Ganze gezeichnet wird. Und daraus werden dann relativ einfach die Zeichnungen hergestellt, um den Versuchsaufbau zu klären. Schaut es euch mal an der Wand genau an. Ihr habt hier immer den Namen, das Foto und die Zeichnung nebendran. Das hier, was wir hier haben, Punkt 1 bis 8, können wir alles vor dem Experiment ausfüllen, aufbauen, hinschreiben, durchlesen. Das macht man alles vor dem Experiment. Hier seht ihr jetzt mal ein Versuchsprotokoll im gesamten Überblick. So sieht es aus, wenn das Ganze leer ist. Hier sind alle Sachen, die ich an der Tafel erklärt habe, auch aufgeführt. Und die werden wir uns jetzt gemeinsam kurz anschauen. Und ich werde die jetzt ausfüllen zu diesem Experiment, das ich gleich noch mache. Beim solchen Versuchsprotokoll starten wir immer ganz oben, wie schon eingeführt, mit dem Namen und dem Datum. Als nächstes tragen wir dann das Thema ein, bei dem wir jetzt gerade sind. Und die Fragestellung habe ich euch diesmal schon vorgegeben. Das ist die Frage, mit der wir uns behandeln. Die war, wie entzündet man ein Streichholz, ohne es direkt in die Flamme zu halten oder an einer Schachtel zu reiben? Anschließend kann jeder von euch selber seine Vermutung formulieren. Hier ist wichtig, hier gibt es kein richtig oder falsch. Diese Vermutung ist eine Idee, die wir am Anfang haben und die überprüfen wir letztendlich, ob diese stimmt. In dem Fall habe ich die Vermutung, dass durch indirektes Erhitzen eben das Streichholz entzündet werden kann. Hier bitte tragt einen ganzen Satz ein. Nur indirekte Hitze wäre jetzt hier einfach nicht richtig zielführend, sondern einen ganzen Satz ganz kurz reinschreiben. Dann kommen wir schon zu den Materialien und Chemikalien. Hier schreibe ich rein, was ich brauche bzw. was ich zur Verfügung habe. In diesem Fall sind es drei Sachen. Ich benötige ein Dreibein mit einem Drahtnetz, Streichhölzer und einen Gasbrenner. Die Sicherheitsmaßnahmen sind zumindest immer schon mal zwei Sachen mit drin. Einmal die Schutzbrille, die steht immer mit drin, denn die ist extrem wichtig. Und ich arbeite mit einem Gasbrenner die Haare zusammen, falls ich das habe. Natürlich denkt bitte auch an alle anderen Sicherheitsregeln, die besprechen wir am Anfang ja immer nochmal. Wenn wir mit was Ätzendem arbeiten oder sonstigen gefährlichen Stoffen, würde hier nochmal zusätzlich was dabei stehen. Punkt 9 und Punkt 10 machen wir nach dem Experiment. Die möchte ich euch jetzt aber auch erstmal nennen. 9. Die Beobachtung. Hier schreibe ich nur Sachen hin, die ich wahrnehmen kann. Also sehen, hören, riechen, fühlen, ob sich eine Temperatur verändert, ob es auf einmal kalt, warm wird, sich die Farbe ändert. Das sind so Sachen, die schreibe ich bei der Beobachtung hin. Also alles, was ich wahrnehme. Ich erkläre nicht, warum das passiert, sondern nur, was passiert. Ganz wichtig. Denn erst bei Nummer 10 probiere ich mit den Theorien, die ich bereits kann, oder mit neuen Theorien, die ich weiterentwickeln kann, meine Beobachtung zu erklären. Hier kann ich dann wirklich auf die Teilchenebene gehen. Ich kann erklären, probieren zu erklären, warum jetzt diese Stoffe sich gemischt haben oder nicht, warum da jetzt eine Reaktion stattgefunden hat und welche Stoffe dabei entstanden sind. Das ist dann nachher die Erklärung. Bitte, die Beobachtung, die macht jeder von euch immer eigenständig. Das schafft ihr wirklich genau aufzuschreiben, was ihr macht. Wenn ihr es euch zutraut, probiert die Erklärung zu machen. Egal ob jetzt G, M oder E-Niveau. Für das M, auf jeden Fall für das E-Niveau, erwarte ich dann schon, dass ihr auch selbstständig die Theorie, die wir vorher besprochen haben, anwenden könnt und eure Beobachtung damit erklären könnt.
Ideal ist es natürlich, wenn ihr alle probiert, das so hinzubekommen. Das war jetzt der Theorieteil. Jetzt führe ich praktisch noch ein Experiment durch und schreibe währenddessen das Protokoll. Das werdet ihr gleich sehen in Großaufnahme, das fülle ich währenddessen aus und führe jetzt aber als allererstes mal noch das Experiment durch. Wie ihr gesehen habt, war meine Frage, wie bekomme ich ein Streichholz an, ohne es direkt in eine Flamme zu halten oder es an der Streichholzschachtel zu reiben. Das war die Grundaufgabe, die ich mir gestellt habe. Materialien habe ich auch schon beschrieben. Ich verwende einen Gasbrenner, ich verwende Streichhölzer und ein Treibein. Wichtig auch hier, ich arbeite wieder mit einem Gasbrenner, das heißt alle Bändel weg, Haare zusammen, führen mit langen Haaren, in dem Fall auf jeden Fall auch eine Schutzbrille tragen. Schritt Nummer 1, ich entzünde meinen Gasbrenner. Und stelle die rauschende Flamme ein. Anschließend lege ich eines meiner Streichhölzer mit dem Kopf in die Mitte auf mein Dreibein und stelle das Dreibein über den Gasbrenner. Damit ihr es besser sehen könnt, der Hintergrund. Und nun warte ich ab. Ihr konntet nun sehen, dass nach kurzer Zeit mein Streichholz sich entzünden hat, ohne dass die Flamme direkt an mein Streichholz kam oder dass ich das Streichholz an der Reibefläche der Packung gerieben habe. In meiner Beobachtung konnte ich nun feststellen, dass es eine Weile gedauert hat und erstmal nichts passiert ist und schlagartig mein Streichholzkopf begonnen hat, dann auf einmal zu brennen. Das wäre die Beobachtung, dabei ist noch Rauch entstanden und das Streichholz ist nach kurzer Zeit komplett abgebrannt gewesen. Das wäre jetzt meine Beobachtung, womit ich das Ganze beschrieben habe. Zur Erklärung hier, ein Streichholz bzw. der Streichholzkopf entzündet sich nicht nur durch die Reibung und dadurch die chemische Reaktion, die entsteht, sondern kann sich auch durch Wärme entzünden. Das ist ein Stoff, der sehr leicht beginnt zu brennen bei relativ geringer Wärme. Mit dem Gasbrenner habe ich die Platte meines Dreibeines aufgeheizt, aufgewärmt, die aber die Flamme direkt von meinem Streichholz abgeschirmt hat. Und als diese Platte eine bestimmte Temperatur erreicht hatte, hat dann mein Streichholz angefangen zu brennen, weil genau diese Temperatur erreicht wurde. Das war jetzt die Erklärung zu diesem Experiment. Dann kommen wir nun zu unserem Versuchsaufbau und der Versuchsanleitung. Ich habe schon eine Idee, wie ich das Ganze aufbauen möchte. Ich nehme einen Gasbrenner, mein Dreibein und das Streichholz. Das muss nicht maßstabsgetreu sein. Ihr seht schon, die Größen passen nicht. Das muss nicht perfekt gezeichnet sein. Aber bitte gebt euch so Mühe, dass ich das auch erkennen kann. Es reicht diese Schnittzeichnung. Wie gesagt, die hängen an der Wand. Sonst könnt ihr auch im Buch nachschauen. Zusätzlich würde ich sowas am Anfang immer noch beschriften. Später braucht ihr das dann nicht mehr. Aber am Anfang bitte noch beschriften. Jetzt weiß ich schon, wie ich das Ganze aufbauen muss. Jetzt muss ich noch genau wissen, was habe ich denn gemacht. In diesem Fall war ja die Versuchsanleitung nicht vorgegeben, sondern ihr solltet sie selber schreiben und euch selber überlegen. Und das mache ich jetzt auch. Ich schreibe jetzt auf, was ich gemacht habe. Ihr seid als zu dritt. Es gibt immer einen Protokollant. Wenn das so eine Position ist, hat der Protokollant genau diese Aufgabe, die Versuchsanleitung währenddessen mitzuschreiben und die Beobachtung auch gleich mitzuschreiben. Ich beginne jetzt aber erstmal mit der Versuchsanleitung.
hier habe ich jetzt alle 4 Schritte aufgeschrieben, die ich gemacht habe. So könnte das jetzt jeder nachvollziehen und jeder auch genauso nochmal durchführen. Dann kommen wir zur Beobachtung. Wie gesagt, hier kommen nur die Sachen hin, die ich sehen, hören oder riechen konnte. In diesem Fall war das Folgendes. Hier habe ich nun meine Beobachtung, also wirklich, ihr könnt sehen, alles, was ich sehen, hören, riechen konnte, aufgeschrieben, ohne eine Erklärung zu machen. Also wirklich nur das, was ich wahrnehmen konnte. Die Erklärung kommt jetzt beim letzten Punkt bei der Erklärung. Also, das Drahtnetz wird durch die Flamme heiß, also stark erhitzt. Die Wärme wird dann an das Streichholz weitergeleitet, wodurch es sich, ohne dass es jetzt direkten Kontakt zur Flamme hat, entzündet. Das ist jetzt die Erklärung zu meiner Frage, wie lässt sich das Ganze machen? In dem Fall durch die indirekte Hitze. Das heißt, meine Vermutung hier oben, die war richtig. Die Frage konnte ich beantworten, indem ich das Ganze quasi hier drauflege, die Flamme das heiß macht und dadurch kann sich das Ganze entzünden. Das war jetzt eine Möglichkeit, wie man diese Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, lösen konnte. Es gibt hierzu ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr einen anderen Lösungsansatz habt, könnt ihr auch diesen ausprobieren und dann nachher durch die Beobachtung und die Erklärung schauen, ob euer Lösungsansatz funktioniert und warum er vielleicht funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Das war jetzt ein einfaches Experiment für das Protokoll erstmal. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.